So, hier kommt Teil 4 des SRM-Mittags und hier haben wir das Modell L03-1. Da bin ich mal gespannt, was uns da entgegenkommt. Ist jetzt allein schon von der Schachtelgröße und Gewicht, muss es schon ein größerer Vertreter sein. Schauen wir mal rein. Ui, mal ein ganz anderes Design. Ja, was haben wir denn da? Der Folder an sich auch ziemlich geradlinig gehalten, aber eine geschwungene, ja, bedruckte, keine Ahnung, vielleicht G10 Griffschale in einem schwarz-grünen Carbon-Look. Ordentlich vom Gewicht. Daumenpin wieder interessanterweise nur ein einseitiger, aber rausschraubbar und versetzbar. Sonst auch wieder eine Vollmetallkonstruktion. Auf der Klinge das BBEE Logo, das hatten wir auch in einem anderen Modell schon gesehen. L03. Das ist jetzt ein etwas größerer Vertreter. Der hat in dem Fall dann, da er noch eine Griffschale drauf sitzt, ist es ein Liner Lock. Ebenfalls aus 8 CR13 MOV Stahl. Größeres, schwereres Gerät. Klinge geht etwas schwer raus, sitzt aber auch richtig stramm. Klar, größeres Messer nimmt man vielleicht auch für ein paar härtere Aufgaben ran. Sollte das Ganze natürlich auch ein bisschen stabiler ausgelegt sein. Vermessen wir mal diesen Kollegen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Gut, ich muss sagen, ich kenne nicht diese ganzen unzähligen Modelle, die sein Remno alles raushaut. Hier haben wir eine fast 8 cm, gut, wenn wir sie hier oben messen, wo sie wirklich anfängt, haben wir eine 82 mm Klinge. Ist ganz auch gut, wenn wir hier die vorderste Stelle nehmen. Nehmen wir mal das hier, welcher stößt mir dann eh an. Haben wir eine 78 mm Klinge. Das ist L03. L03 mit der 78 mm Klinge ist heute Nachmittag, glaube ich, der größte Vertreter mit einer Gesamtlänge von 182 mm. Kollege, er hat keinen Gürtelclip, Hosentaschenclip. Ist jetzt mal auffällig. Mal schauen, was die Klinge spricht. Ja, sind wir ebenfalls in einem 2,6. Haben fast alle die gleichen Klingenbreiten. Geht wohl eher ein bisschen in Richtung Gentleman Knife. Eins, wo man nicht an der Hosentasche mit einem Clip trägt, sondern in der Weste oder ganz in der Hosentasche. Schön. Gut, schwarz-grün Griffschalen sind jetzt Geschmackssache. Dem einen wird es gefallen, der andere hätte sie wahrscheinlich lieber ganz in Schwarz gehabt, aber peppt das Ganze ein bisschen auf. Mir mehr nach so einem Design-Experiment aus. Aber schön breite Platinen noch drin. Wirklich massiv verarbeitet. Man merkt, oder? Da liegt Stahl in der Hand. Hohlschliffklinge. Nicht schlecht. Mal was ganz anderes. Das ist das Sanremo L03 ohne Clip in einer
Carbon-Optik-Look-Griffschale. Und noch nicht wegschalten. Wir kommen jetzt noch zu Teil 5 von dieser kleinen Sanremo-Präsentation. Bis gleich.